Hallo, ich bin Daily von den Gamer Girls und heute gibt es von mir kein Spiel, nein, ich möchte euch gerne eine neue Serie vorstellen und zwar Samantha Who, lief auch schon auf Pro7 und zwar ist es die erste Staffel. Ja, die, von der Serie habe ich vorher zwar was gehört, aber mich hat es nicht so interessiert und ja, netterweise wurde mir die DVD zugeschickt und hier dreht sich alles um die Samantha. Sie wird gespielt von Christina Applegate, auch bekannt als die Dumpfbacke aus der Serie Eine schrecklich nette Familie. Habe ich nie geguckt, aber ja, El Bundy mochte ich auch nicht besonders. Auf jeden Fall geht es hier um Samantha, die eines Tages im Krankenhaus aufwacht und gar nicht mehr weiß, wer sie ist. Ja, der Arzt teilt ihr mit, sie leidet unter retrograden Amnesie. Ja, das ist jemand, der ihre Vergangenheit also vergessen hat, die ihre Freunde nicht mehr wiedererkennen und so weiter. Und im Krankenhaus besuchen sie die Eltern und ihre angeblich beste Freundin Dina, die sie aus Schulzeiten kennt. Aber während der Staffel lernt sie auch noch ihre wirklich beste Freundin kennen. Und zwar ist es die Andrea, mit der ist sie immer auf Partys gewesen und hat Männer abgeschleppt und sonstige Affären gehabt. Aber ja, Samantha erfährt von ihren Eltern nicht, wer sie mal war, denn anscheinend war ihre Vergangenheit nicht so rosig, beziehungsweise sie war ein wirklich schlechter Mensch. Das sieht man auch auf dem Logo. So ein Teufels... Zeichen und darüber ein Engel und zwar bekommt sie langsam Flashbacks während ihres neuen Lebens und erfährt immer so Sachen wie zum Beispiel, dass sie ihren Freund, immer noch Freund, mit dem sie zusammen wohnen, wirklich sehr schlecht behandelt hat und er ist halt, er sieht sie so wie sie ist und sie möchte sich aber gerne ändern und zwar, sie komplett um 180 Grad ändert sie sich und wird nicht mehr das männerfleischfressende Monster sein und will halt Gutes im Leben tun. Und das passiert so während der Staffeln. Ja, und was so mit dem Todd alles noch passiert, das könnt ihr dann in der ersten Staffel hier erfahren, die es auch schon im Handel gibt. Christina Applegate ist wirklich eine wirklich sehr attraktive Frau, passt auch zu der Rolle. Und ja, die Synchronstimme kann ich euch, ist auch wirklich sehr gut geworden. Ich habe mir das auch mal in Englisch nochmal angeschaut. Und ja, ansonsten kann ich die DVD wirklich nur empfehlen. Wer zum Beispiel gerne Sex in the City guckt und Mädchenklicken anschaut und coole, witzige Sprüche befinden sich auch in der Serie. Und ja, also wer sein komplettes Leben mal so ändern möchte, hier seht ihr, wie es funktioniert. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, eure Daily. Im Koma zu liegen hat einige Vorteile. Keine Kalorienbomben, dafür ausreichend Schlaf. Es ist wie im Spa. Die Nachteile sind, ich habe ein Ohrwurm. Irgendwas mit Pina Colada. Und manchmal kann ich die Menschen in meinem Zimmer reden hören. Das ist Samanthas Welt. Ein Koma, aus dem sie vielleicht nie wieder erwacht. Mein Gott, Howard, sie ist wach! Ruf den Arzt! Schätzchen! Warte, ich glaube, sie wird uns was sagen. Sie spitzt die Lippen zu einem Kuss. Ja, wir sind genauso glücklich. Wir lieben dich auch. Wer sind Sie? Als Samantha Newley das Bewusstsein wieder erlangt, ist die Welt eine völlig neue. Je mehr sie über ihre Vergangenheit erfährt, besteht eventuell die Chance, dass ich adoptiert wurde? Desto stärker wünscht sich Samantha, sie wäre nie aufgewacht. Emmy-Gewinnerin Christina Applegate. Alle wissen so viel über mich, es ist, als würde ich gleich durchdrehen. Barry Watson. Du stehst auf Elvis Costello. Du nimmst Vitamingummibärchen, weil du keine Pillen schlucken kannst. Und wenn du niest, dann immer gleich dreimal hintereinander. Jennifer Esposito. Wie heißt das, was du hast, Retro? Irgendwas? Retrograde Amnesie. Man erwacht und erinnert sich an nichts und niemanden. Oh, das kenne ich, geht mir jeden Morgen so. Und Jean Smart. Wir sprechen seit 2 Jahren nicht miteinander. Ich weiß es nicht. Du kannst dich nicht mehr erinnern? Du doch auch nicht mehr. Ich habe Amnesie. Manchmal ist das Gedächtnis zu verlieren der beste Weg. Howard, sie ist wieder da. Du kriegst dein altes Zimmer. Du weißt ja, wo es ist. Nein, weiß ich nicht. Du darfst raten. Das wird lustig. Um sich selbst zu finden. Samantha Who. Die komplette erste Staffel auf DVD.